liebe Let's Play-Süchtigen. Hier ist wieder Homre Rolf. Oh. Umbrellias, jawohl. Und heute ein brandneues Spiel. Mario MacPaper und die kleine... Nein! Was? Nein, das Spiel heißt Paper Mario Color Splash. Oder wie richtig, eigentlich richtig... Legigentisch gesagt, Paper Mario Color Splasher! Okay, von mir aus. Dann wollen wir uns mal gucken, was für ein tolles Deutsch. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier alles Color Splashen können. Zuerst hauen wir das Luigi Auto voll kaputt. Ja, Luigi. Die ersten 55 Sekunden direkt dann was aufgemacht. Klar. Okay, also, Umbrellias. Ja, Können wir hier machen? Erzähl uns mal ein wenig. Ja, das ganze Spiel geht um Farbe, wie ihr gerade sehen könnt. Daher Color. Ja, daher heißt es Color Splasher. Und warum heißt das dann Mario? Ja, weil Mario drin vorkommt. Und warum Paper? Weil es ein Papier-Mario ist. Na gut, hier auf der Verpackung steht es leider nur drauf. Paper Mario Color Splasher drauf, aber... Ist ja auch eigentlich nur. Wir nennen es Paper Mario Color Splasher. Ja. Als erstes wir tun werden, wir werden Luigi einfärben. So, jetzt ist er. Voll mit Kotzen. Wir haben jetzt quasi auf ihn drauf gekotzt. Also mit Popelgrün drauf gekotzt. Ja, und jetzt mischen wir das Ganze noch mit Rot. Also mit Ketchup und Eiter. Ja, jetzt mit Lila. Oh. Jetzt Frauenfarbe, blau. Mit blau und jetzt wieder mit gelb, blau, rot. Okay, ich verstehe den Sinn des Spiels. Man macht nur Scheiße, oder? Ja, wir werden jetzt ein ganzes Dings rum hier bekommen. Ach, voll gemütlich. Okay, Leute, das ist ja... Ja, liebe Let's Player, wir machen das gerade zur Husten- und Schnupfensaison. So, Umbrellias, dann zeig uns doch mal, wie man ein wenig spielen kann. Ja. Oder kann man nur die ganzen Sachen verkloppen? Nee, man kann auch Schnick, Schnack, Schnuck zum Beispiel zielen. Zeig ich euch mal. Schnick, Schnack, Schnuck. Also das ist jetzt hier erstmal die Paper Card. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck, Arena 1. Hallo. Ach du heilige Macaroni. Ja, Jawohl, zuerst mal hier den kleinen Macaroni-Wächter tierisch Käse auf den Kopf hauen. ja, und den hauen wir hier richtig blau damit. Füller, gelb, Käse. Käse, Käse, Ketchup. Käse ja. Und Ketchup! Und jetzt geht's ab in die Schnick, Schnack, Schnuck. Arena 1, Turnier, bist du dabei? Sir, ja, Sir. Oh yeah, Schnick, Schnack, Schnuck. Eines der härtesten nah und fern kommen diese Arena und haben nur ein Ziel, sich voller Ruhm und Reichtümer verlassen zu können. Dafür werfen sie nicht nur ihr Talent und ihren Mut, sondern auch eine gehörte Portion Glück in die Boxen. Serieren mit Geheimnis die Kunst von Schernsteinpapier. Du willst doch nicht jeden Scheiß jetzt vorlesen. Das ist doch vollkommen interessant für die Let's Play-Süchtigen da draußen. Oh Gott, die Let's Play-Süchtigen! Oh Gott, die Let's Play-Süchtigen! Da, sieh ins Menü, sieh ins Menü. So, also Leute, ich kann euch leider nicht mehr das Gamepad zeigen. Ja, ich kann es voll nicht mehr zeigen, ich weiß. Ich nehme jetzt mal das Papier. Okay, ist ein bisschen anstrengend vielleicht. Ist auch ein bisschen blöd, dass es auf dem Gamepad ist. Kostet mich ein bisschen an. Aber euch kostet es bestimmt mir noch mehr an, weil ihr es nicht sehen könnt. So, und ich nehme jetzt einfach mal das Papier. Und hoffe, dass er einen Stein nimmt. Und ich, ja, ich habe gewonnen. Mario, den Gewinn von Stein Runde 1. Thumbs up for Mario. Oh yeah. Dafür zeige ich den Mittelfinger.
auf meinen Cock. Okay, jetzt kämpfen wir gegen Shy Guy. Oh. Erstmal ein bisschen Rotze auf Shy Guy. Da nehme ich auch nochmal das Papier. Nicht so laut, sonst hört Shy Guy das. Ha, ha, ha. Wir haben einen Witz gemacht. Pass auf, jetzt sind da die Scherben. Schnack. Schnuck. Oh. Unentschieden. Dann nehme ich jetzt mal... Das kommt davon, wenn du das verrätst. Siehst du? Ja. Jetzt nehme ich nochmal das Papier. Ich wette, das ist wieder ein Unentschieden. Weil es wieder ich wette und ich habe gewonnen. Hombre Elias, so alter, raus. Oh, bitte. Sag ich doch. Vielleicht ich nehme jetzt nochmal das Papier. Nicht ganz 25 Tage später. Runde 3781. Ja, gut. So. Nehme ich nochmal das Papier. Danach nehme ich die Schere, wenn jetzt immer noch unentschieden ist. Ja, dann ist das ein Betrüger. Schnack! Schnuck! Nee. Ah, ist gewonnen. Also, Schwein. Shy Guy ist im A-Piep! Ja, der ist mir auf die Schnauze gefallen. Auf seinen Cock. Okay. Letzte Runde! Wir kämpfen gegen einen Koopa. Und ja, nehme ich jetzt mal die Schere. Gucken, ob das richtig ist. Ja, heute ist das Kotzvideo. Schnuck! Oh, oh mein nein. Gott, ey! Meine Frise. Jetzt denkt er bestimmt, ich nehme... Nimm den Stein und schmeiß ihn ins Gesicht. Was hat er denn? Papier, ne? Schere. Ja, er, ja. Nee, er hat auch Schere genommen, deswegen war es immer entschieden. Aber du solltest dich heute noch mal entscheiden. Nee, dann nehme ich lieber das Papier. Okay. Hombre Elias hat sich entschieden. Ja, und ich gewinne, glaube ich. Schnack, Schnorri! Nein. Oh. Udi! Meine Herren, das war aber rattenhaarscharf irgendwo. Weißt du, was witzig ist? Ich habe Arena 6 geschafft, aber nicht Arena 5. Lasst es nicht die Let's Player hören! Okay. Das haben sie gehört, die Geldgeil, muss ich schon sagen. Was sehen wir als nächstes, Omre Elias? Zeig uns doch mal ein kleines Level, wo man zum Beispiel irgendjemanden mit dem Hammer verhauen kann. Ja, könnte ich mal machen. Wir spielen jetzt... Wir wollen mal gerne lachen. Wir spielen... Bonsai Hain. Das hier! Wie heißt das? Grünkern? Grünkernkraftwerk, meine Herren. Jupp. Und vielleicht erinnert ihr euch an dieses Spiel? Werden wir vielleicht auch mal Let's Playen, wenn wir es haben? Das soll nicht so gut sein, allerdings. Grünkern? Nee. Super Mario Bros. 3 soll allerdings nicht so teuer sein. Allerdings nicht so gut, aber... Naja, mal gucken. Naja, vielleicht schenkt uns Nintendo das ja mal, damit wir das Let's Playen können. Ja, aber so eine Art ist das jetzt. Das ist nämlich Super Mario Bros. 3, was wir jetzt sehen. Nur mit Paper Mario. Oh. Bams! Das ist aber ziemlich retro. Ja, das ist Super Mario Bros. 3. Fake-Theme. Bis auf Mario, der ist nicht retro. Ja, sonst ist alles retro, ne? Sonst ist alles retro. Und ich kenne ein bestimmtes Dings hier. Es ist eine Blockflöte. Ihr bekommt sie ganz einfach. Ja, indem ihr um den Block flötet. Nee. Nein. Vielleicht werden wir auch irgendwann mal so ein Let's Play machen, da wo wir einfach mal zeigen, wo die ganzen Dinge sind. Und ja, mal gucken. Ich zeig sie euch. Ich zeig es euch auf jeden Fall einmal. Wenn ihr hier jetzt Y drückt, geht ja so in diese Welt. So, dann müsst ihr hier nach oben gehen. Dann betätige ich erstmal hier die Blöcke. Dann kommt man einen riesigen Hammer. Da muss man hier hingehen. Es jetzt ist ja übelst 3D-mäßig. Ja, so. Gems.
Und ihr wird jetzt sehen. Und hier. Hier geht es nicht weiter. Macht einfach noch ein Y. Und dann seid ihr, müsst ihr hier hinlaufen. Bams. Nicht ganz einfach. Gut. Leck mich am Schöpi. Das ist aber echt hier ganz. So, und Leute, jetzt zeige ich euch mal das Kampfthema. Wie das so aussieht, das wird euch allerdings auch wieder anpissen, weil ich kann es euch leider nicht mehr zeigen. Ich mache da gerade was auf dem Gamepad. Der Bumerang-Bruder. So, so. Tja, Leute, schade, dass wir das nicht machen können. Dass wir es zeigen, ich kann höchstens so machen, aber das wäre viel zu anstrengend für mich und... Sollte die Firma Canon unsere Let's Plays weiter unterstützen, können wir uns eine zweite Kamera leisten, dann würden wir euch das Gamepad einblenden. Ja, dann werden wir uns das, wenn wir es einblenden. Aber jetzt geht es halt nicht. Und wir sehen das Schwein, tappt. Und denkt dran, Kopie heißt nicht, dass wir das Spiel geklaut haben. Wir haben es ordnungsgemäß von Amazon gekauft. Ja, das hat dann ungefähr so, ja, das hat 2 Tage gedauert. Eigentlich sollte es nur 1 Tag dauern. Nee, quasi, es hat länger gedauert. Ein bisschen länger. Keine Ahnung, wie viele Tage es gedauert hat. Aber wie ihr seht, ist es da. Ja. Ich setze mal so 4 Tage hat es dann gedauert, bis es gekommen ist. Und wieso schaffe ich den Scheiß an meinem Unterricht zu besiegen? Mein Gott, ich raste hier nicht aus. So, reicht dein Hammer? Reicht der? Oder nicht? Ich hoffe. Der Oktoberfesthammer. Zack. Patsch. Bams. Irgendwie ist das Vieh noch nicht ganz entfärbt. Lass mich raten, Ombre Elias. Erst wenn das ganz schwarz-weiß wird, hast du gewonnen. Naja, wenn der Bumerang-Bruder halt ganz weiß ist, dann habe ich gewonnen. Nur ein bisschen schwarz. Nee, das ist ja nicht das, was der ist dann ganz weiß. Das ist dann ganz weiß. Ja, genau. Zum Beispiel jetzt. Spitze, exzellent, weg. Fantastisch. So. So, und hier irgendwo sollte dann auch die Blockflöte sein. Ah, da ist sie ja schon. Seht euch sie an. Die Blockflöte. Können wir auch ein wenig mal was hören? Boah, können wir. Dann spielen wir Blockflöte. Okay. Da, machen wir. Einen Moment. Okay, jetzt, da kommt man wieder so raus. Und okay. Jetzt können wir wieder rein und dann spielen wir die Blockflöte. So, Sim. Ihr könnt das jetzt leider auch nicht sehen. Tut mir echt leid, Leute. Es ist schade, Omre Elias dreht gerade am Gamepad durch. Das ist übrigens mein legendäres Stift. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Im Special Omre Elias Grey. Ja. Oh. Ich kann gar nicht gegen die Gumbos kämpfen. Wusste ich noch. Das würde uns jetzt, glaube ich, eher nicht interessieren, weil wir würden gerne die Blockflöte hören. Ja, aber wir müssen dafür kämpfen. Nein. Doch. Echt? Ja. Oh. Wieder gegen diese Bumerang-Brüder. Ja. Oh nein, Bumerang-Brüder. Bumerang-Bros. Du möchtest dann vielleicht eine flöten oder was? So, jetzt geht's los.
die Blockflöte. Heute bist du mein Känguru. Hab ich gerade noch gesehen. So, spielen wir sie. Los! Okay. Gut, das bräuchten wir vielleicht nicht doch nochmal. Das ist doch eher irgendwas für Flöten-Toni. Wieso findest du Musik scheiße? Vollkommen scheiße. Ich finde sie mega gut. Ich dachte, das wäre so eine Metal-Flöte oder sowas. Nee, ich finde die aber total gut, die Musik. Na gut. Aber trotzdem müssen wir die nochmal haben. Kannst du den jetzt irgendwie dann einstampfen, dass ja, er wieder schwarz-weiß wird? Ah! Willst du Fussel essen? Nein, ich hätte schon Popel. Ja, wir haben übrigens gerade Pommes gegessen. So, Leute, wir machen jetzt noch ein Level. Und. Übrigens waren die Pommes von McCain. Und dazu gab es Hähnchen von Penny. Oh, bitte, ey, hör auf. Wir spielen jetzt Kobalt Bunker. Das ist keine Dauerwerbesendung, aber wenn uns diese Firmen unterstützen wollen, gerne. So, wir müssen jetzt 1000 Münzen sammeln. 1000 Münzen? Ja, damit wir die richtigen Karten bekommen. Für dieses Level. Na, seid ihr schon gespannt? Dieser Spaß hier. Hat sie? So. Ja, den hast du ja wunderbar an die Wand gemacht. So. Ah ne, es kostet dieses Mal nur 500 Münzen. Hey, das sind meine Karten. Den kaputt zu hauen oder was? Oh, wir haben so viele Karten. Ja, wir haben... Erkläre zu viele Karten. Wir haben zu viele Karten. Wir haben zu viele Karten. Leute, wir haben zu viele Karten. Macht draus, was ihr wollt. Wir haben zu viele Karten. Ich schmeiß gerade ein paar weg. Könnt das nicht sehen. Bitte auch die Blockflöte. Die haben wir doch gerade eingesetzt. Achso, dann ist sie schon weg. Ja. Ich kenne das Spiel nicht. So, jetzt aber. Immer noch zu viele. Müssen wir wenigstens jetzt noch 10 wegschmeißen. Gut, dann schlafen wir nochmal eine Runde, bis du das jetzt gemacht hast. Mir geht ganz schnell. Gumbo. Dingsbums. Und wenn Sie in freier Zeit Werbeeinblendung kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an uns. Also, jetzt aber. Oh, das hat schon wieder nicht geklappt. Hey, du, die Karten. Das besteht aus 30 Karten. Du hast den Platz, du musst also mindestens... Du musst mindestens 30 Plätze frei haben. Uiuiuiuiuiuiui. Hab ich aber. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ja. Ah. Ja. Es ist ja auch fast gar keine Zeit verstrichen, bis wir dann hier auch weitergehen. Wie lange spielen wir heute eigentlich mit diesem Let's Play Ombre Elias? So 19 Minuten. Das ist schön. Und wie lange gedenkst du noch zu spielen, Ombre Elias? 6 Minuten. Okay. Haltet euch fest. Wer Pipi machen muss, der versucht da jetzt einen Knoten in etwas zu machen. Ob Männlein oder Weiblein, ist mir egal. Okay. Nein. Und wenn wir Pipi machen, dann benutzen wir Klopapier von Penny. Das ist flauschig, weich und dreilagig. So, Ombre Elias, du bist jetzt gerade in einer Seifenblase. Ja, ich weiß. Herzlich willkommen zur neuesten Folge der Schnüffel-Show!
Ja, tada. Die Schnippelzau, Tauchspezial. Ganz recht, endlich ist es wieder so weit. Mein Name ist Snippen und ich führe Sie durch diese Show. Gast Mario, er ist wieder da. Unser heutiger Kandidat ist niemand anderes als Mario persönlich. Soll ich die Regel erklären? Nein. Nein. Sehr gut, dann begib dich bitte in den Kandidatenbereich. Ja. Fangen wir an. Ja. Runde 1. Ja. Alter! Guck noch, Karte! Ja! Erkenne die Karten, die dir gezeigt wird! Dippidi, aufgepasst! Dibbidi bobbidi bibbidi bobbidi bibbum! Bibbidi bobbidi bibbidi bobbidi bibbum! Das ist die Flöte! Nein, das ist nicht die Flöte. Ich weiß welche. Dann sag es doch! Nee, ich darf es leider nicht sagen. Ihr werdet es ja aber auch schon sehen. Bitte löse die Aufgabe mit Hilfe deines Kartensets. Es war, glaube ich, das hier. Ich glaube. Sehen wir, ob du richtig liegst. Alte Schmierlöffelschuhe. Ich glaube, ja! Oh mein Gott, du richtig. Hast das Spiel schon mal gespielt, oder, Elias? So weit, so gut. Runde 2. Kelbkarten. Wir zeigen dir nun 3 Karten, die du gleich darauf wiedererkennen musst. Aufgepasst! Dibbidi-Babbidi, Bibbidi-Babbidi, Bibbidi, Feuerhammer, K.O.-Hammer und geschrotteter Hammer. Ich hoffe, das konnte ich mir mehr. Oh, 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 oh! Oh, jetzt weiß ich es nicht mehr. Also, K.O.-Hammer, geschrotteter Hammer und Explosionshammer. Weißt du es noch? Zeig mal! Weißt du es noch, was. Ach, der Feuer. Ja, genau. Der Feuer. Ja. Also schön streichen. Okay, ich hoffe, das ist richtig. Sehen wir mal, ob du richtig bist. Ja! 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 Pilz und Schraube. Nein, Pilz und hatte ich gesehen. Und habe nicht gesehen. Bitte löse die Aufgabe mit Hilfe deines Kartensets. Maxi-Pilz und Hüpfpuschen. Die kommt richtig links. Bams. Jupp. Und yes. Der Ben! Oh mein Gott, gibt es eine Runde 5? Glückwunsch! Das sind jetzt 3 richtige Antworten. Fehlt nur eine für den großen Preis. Runde 4. Auswahlkarte. Wir malen vor deinen Augen eine Karte aus. Du musst dieselbe Karte aus deiner Sammlung wählen und genauso weit entfernen wie in der Vorgabe. Oh, mal nach Zahlen für Anfänger. Oh, das ist Gemüse. Nein! Oh Gott, habe ich das wirklich so auszumachen? Ja. Bitte löse die Aufgabe mit Hilfe deines Kartensets. Wieso muss ich das hier mal vorlesen? Was ist denn? Blockflöte. Wir haben noch eine Blockflöte. Oh, wir haben noch eine Blockflöte. Schön. Jetzt brauchen wir aber Gemüse. Ja. Gemüse. Gemüse. Veggie. Hier ist das. Das ist eine Rübe allerdings. Auch eine Rübe ist ein Gemüse. Ich hoffe es. So Anna, viel Anna. Muss sein. Gut, dass mir das noch aufgefallen ist.
So, dann mal mal deine Rübe an. Hombre Elias. Ist das so richtig? Nein. Sehen wir uns richtig. Doch, das ist richtig. Oder? Bitte, sag es. Doch, eigentlich doch. Ein halber Strich zu viel. Naja, aber egal. Okay. Oh, so ein Pech aber auch. Jetzt kriegen wir einen Trostpreis. Nein. Oh nein. Du willst doch bestimmt weitermachen, oder? Ja. Wahres Sigma-Material. Weiter geht's. Runde 5. Kartenmischer. Wir zeigen dir nun 3 Karten, die du an einen Anzug infizieren musst. Aufgebaut. Was? Dibble-dibble. Stachy, Vorsprung. Und Pickelhelm. Vorsprung, Dingsbums. Will du sie auf Kommentar des Kartensatz? Also, Stachy hier. Was war das noch? Vorsprung und Pickelhaube. Oder Pickelhelm. Bams, Bams. So, wollte ich das sagen. Sehen wir uns richtig. Ja. Ja. Ja! Glückwunsch, du hast 4 Runden gewonnen. Der Preis ist dir sicher. Wenn du 7 Runden geschafft hast, könntest du jetzt an der Extra-Runde versuchen. Wer wird die gewinnen? Schreibt Snippet zur Geschichte ganz zu schweigen und diesen legendären Satz, den Belohnung gibt. Danke fürs Mitmachen. Ah, ja, dazu soll ich hoffe erneut begrüßen, wenn es wieder heißt. Willkommen zur neuesten Folge der Schnippete. Okay, Amre Elias. Kommen wir langsam zu unserem Ende und sagen zu unseren kleinen Let's Play-süchtigen Zuschauern: Einen Moment! Wir sagen nicht einen Moment, wir wollen Tschüss sagen. Moment! Ich wollte euch kurz noch etwas zeigen. Oh Mann, ein kleines extra Goodie von Hombre Elias. Was mag dies wohl sein? Wie man das Spiel speichert. Nein. 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 Hombre Elias, unsere Zuschauer schlafen gleich ein. Nein, sie schlafen nicht ein. Ich höre schon Schnarchgeräusche in den Kommentaren. Was? Rainbow, Regenbogen, Portprisma. So, ich habe jetzt noch ein richtig, ein etwas sehr Spezielles für euch vorbereitet. Und zwar, ihr würdet es kaum glauben. Ich zeig's euch am besten. Du zeigst uns, wie man durch die Tür geht. Nein! Du zeigst uns, wie ein Agro-tot gehauen wird. Auch nicht. Du wirst es in den Essensfahrstuhl gehen. Nein. Du wirst es kaum glauben, was wir machen. Winke Katze. Nein, nicht die Blockflöte. Doch, die Blockflöte. Gut, liebe Let's Player, hören wir uns die Blockflöte an und gehen dann in den Feierabend. Oh, eine halbe Stunde dauert, haben wir jetzt schon verbraten. Können wir ruhig noch verweitern auf eine Stunde. Ach du heilige Macaroni. Nee, Schwan, komm. Können wir gar nicht machen, ey. Das war die Blockflöte! Okay, liebe Let's Player. Moment mal. Genau. Wir gehen hier an den Place, da wo wir angefangen haben.
So, jetzt sind wir aber bei einer halben Stunde gekommen. Ja. Könntest du dich beeilen? Ich fürchte, die schnarchen wirklich in die Kommentare. Okay, Leute. Da ist auch unser kleiner Luigi. Der wird jetzt wieder eingefärbt. Und jetzt sagen wir Adios, Muchachos. Adios. Bis zum nächsten Mal. Eure Ombre Elias und Ombre Ralf. Ciao. Ciao, ciao.